Gebrauchtwagen sind momentan heiße Ware. Das bin ich, Susanne. Und ich habe mir für diesen Film ein gebrauchtes Auto geliehen. Online-Händler wie wirkaufendeinauto.de oder mobile.de und die Hersteller selbst buhlen um Fahrzeuge wie eben diesen VW Passat hier. Genau der richtige Anlass also für diesen Film. Die Preise für Gebrauchtwagen sind in den letzten Monaten explodiert. Wer also schon länger darüber nachdenkt, sein Auto zu verkaufen, könnte ja die Gunst der Stunde nutzen, um möglichst viel Geld zu bekommen. Nur wo und wie bekomme ich denn das meiste Geld? Klar, man kann sein Auto privat verkaufen, aber das stelle ich mir ehrlich gesagt relativ nervig vor. Einfacher ist es garantiert, wenn man zum nächsten Händler geht. Nur was ist, wenn die Händler gar nicht ehrlich sind und mir am Ende überhaupt nicht das Geld bieten, das mein Auto tatsächlich wert ist? Dürfen die das? Mit diesem 1A-Gebrauchten, einem VW Passat-Variant aus 2013, möchte ich es versuchen. Den hat Autojournalist Lars Jakomeit für unseren Test ausgesucht. Einen Turbodiesel mit 140 PS, spritsparend. Und obwohl er schon mehr als 200.000 Kilometer gelaufen ist, ist er sehr gefragt. Ja, lässt sich super verkaufen. VW Passat, Dauerbrenner seit über 40 Jahren, beliebt im Außendienst, aber auch bei Familien. Das Auto ist gepflegt, die Dokumentation passt. Und jetzt sind die Verkaufsplätze der Gebrauchtwagenhändler leer. Und die werden auch sowas einkaufen. Nur, wo lohnt sich der Verkauf am meisten? Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel Geld man erwarten kann, checke ich online die Preise. Bei mobile.de finde ich das Inserat eines Händlers mit einem ganz ähnlichen Fahrzeug. Etwas älter, aber weniger Kilometer runter als unser Passat. Soll 10.999 Euro kosten. Als erstes will ich es bei VW versuchen. Macht ja Sinn, denn das Auto ist von Volkswagen. Auf der Webseite heißt es, man könne hier sein Auto verkaufen. Von heute auf morgen bekommen wir einen Termin bei einem VW-Händler in Hamburg. Hier auf dem Hof stehen viele Neuwagen, aber auch einige Gebrauchte. Ob die auch unser älteres Fahrzeug haben wollen? Das Auto wird auf jeden Fall gründlich untersucht. Wir dürfen nur von Weitem zuschauen. Der Termin hier bei VW, der lief eigentlich ganz gut. Wir sind angekommen, haben unser Auto an einen TÜV-Sachverständigen abgegeben. Der hat sich den Wagen von oben, unten, hinten, vorne, von allen Seiten sehr, sehr gründlich angeguckt. Dann sind wir ins Büro zu einem sehr, sehr netten VW-Mitarbeiter gegangen. Der hat gesagt, das Auto sei eigentlich gut in Schuss. Man hätte keine wirklich nennenswerten Schäden gefunden. Aber die Laufleistung sei ein Problem. Deshalb könne man den Wagen nicht mehr hier auf dem Hof stellen. Tja, und was glaubt ihr, wie viel er uns am Ende geboten hat? Nur 4.500 Euro waren es. Viel weniger als der Preis, den ich im Internet recherchiert hatte. Das Gebot fiel dann doch sehr niedrig aus. Das war für mich sehr ernüchternd. 4.500 Euro. Da hätte ich mir mehr versprochen. Doch warum bietet der Hersteller so wenig Geld für den eigenen Gebrauchten? Volkswagen schreibt mir dazu. Die Händler vor Ort seien eigenständige Unternehmer. Das Geschäft mit der Inzahlungnahme liege vollständig in deren Verantwortung. Außerdem weist man mich darauf hin, dass der Sachverständige des TÜV Nord bei der Begutachtung Schäden im Wert von insgesamt 2.362 Euro brutto am Fahrzeug festgestellt habe. Schäden im Wert von 2.362 Euro? Davon hat der Volkswagen-Mitarbeiter uns gegenüber nichts erwähnt. Was soll das alles sein? Okay, der Wagen hat ein paar kleine Beulen und von den Besitzern weiß ich, dass die Klimaanlage kaputt ist. Doch kostet das so viel? Wir fahren zum ADAC. Kfz-Meister Max Herrmann macht den Gebrauchtwagen-Check. Gucken, ob alles richtig verlegt ist, ob alles richtig sitzt. Er erklärt uns, dass kleine Beulen und Kratzer für dieses Alter ganz normal sind. Wirklich zu meckern hat er nichts. Ich gucke, ob die vergammelt sind. Weil wenn eine Tür rostet, dann meistens hier unten, weil hier die Wasserabläufe sind. Ganz im Gegenteil. Max Herrmann ist begeistert. Ich finde den für die Laufleistung entsprechend echt gut gepflegt. Mensch, den kaufe ich. Der Kfz-Meister hat einen Händler-Einkaufspreis von 6.755 Euro errechnet.
Ist das also der realistische Preis, den auch wir von einem Händler erwarten können? Bei diesem Auto muss man sagen, es gibt ein paar Dellen an der Seite. Es gibt Nachlackierung im Heckbereich. Die Stoßstange wurde hinten ersetzt aufgrund eines Unfallschadens. Somit hat das Auto Mängel, die berechtigterweise auch zum Preisabzug führen. Da der Gebrauchtwagenmarkt aber gerade so gut wie leergefegt ist, ist dieses Auto trotz dieser geringen Mängel noch sehr gut. Und ich würde auf jeden Fall versuchen, dort mehr rauszuholen. Mehr als 6.755 Euro. Der VW-Händler aus unserer Stichprobe wollte das nicht zahlen. Jetzt haben wir uns aber gedacht, wir testen einfach mal so einen Gebrauchtwagen-Verkäufer, Ankäufer von nebenan und haben jetzt hier einen ganz tollen rausgesucht, der direkt um die Ecke ist. Autoankaufhöchstpreise.de. Klingt verlockend. Klingt richtig verlockend. Auto verkaufen in Hamburg für Schlaue. Da rufe ich jetzt mal an. Hallo, Susanne Penak hier. Ich habe einen VW Passat, den ich ganz gerne verkaufen wollen würde. Kann ich da bei Ihnen spontan vorbeikommen? Ja, super, dann sind wir in einer halben Stunde da. Autoankauf Höchstpreise Hamburg. Der Name ist vielversprechend. Sicher, dass das hier ist? Die Adresse auf der Webseite lockt uns in ein Wohngebiet. Ein Autohaus ist hier nicht in Sicht. Wir parken den Wagen in der Einfahrt und versuchen dennoch unser Glück. Also ich glaube, wir sind hier falsch. Jetzt mal ohne Scheiß. Nein, der Name steht tatsächlich an der Klingel. Und es taucht auch jemand auf. Sofort möchte er mit unserem Wagen eine Probefahrt machen. So gut es geht, testet er dabei unser 9 Jahre altes Auto im Verkehr. Der Händler nennt sich Autoankauf Höchstpreise und wirbt mit Auto verkaufen für Schlaue. Ob man den versprochenen Höchstpreis tatsächlich bekommt? Also dieser Termin, der war jetzt schon eine ganze Ecke skurriler. Der Ankäufer war sehr nett, hat sich direkt mit uns ins Auto gesetzt, um eine Probefahrt zu machen. Da ist er erstmal mit Vollgas durch ein Wohngebiet gerast, hat dann auch eine Vollbremsung gemacht, hat im Auto dann auch festgestellt, dass die Klimaanlage defekt ist. Okay, das wussten wir vorher. Er meinte aber, das würde sehr, sehr teuer werden. Dann sind wir wieder ausgestiegen, hat er die Motorhaube aufgemacht, hat irgendwie am Motor gerüttelt und hat gesagt, dass das Auto ja schon sehr, sehr viel erlebt hat. Zur Erinnerung, der ADAC-Mitarbeiter war ziemlich begeistert von dem Wagen und wollte den sofort kaufen. Tja, was glaubt ihr, wie schlau wäre es beim Autoankauf Höchstpreise, sein Auto zu verkaufen? Ehrlich gesagt, gar nicht so schlau wie angekündigt. Er hat versucht, den Preis auf 4.500 Euro zu drücken. Wie hat er denn das begründet? Ja, die Begründung, die waren kurios. Zum einen wurde moniert die hohe Laufleistung, die defekte Klima und der Service sei fällig. Wir schauen mal kurz nach. Ist der Service fällig? Hier, das Auto sagt es uns. Und siehe da, der Service ist nicht fällig. Wir haben 7.600 Kilometer oder 408 Tage Guthaben. Wollte er uns absichtlich täuschen? Wir gehen noch mal hin, fragen nach. Sie fragen, ob Sie einmal ein bisschen erzählen würden, wie Sie den Preis gestaltet haben, auf welcher Grundlage und warum so schlecht und so. Also nicht. Würden Sie nicht? Nein. Auch nicht verpixelt und ohne, warum nicht? Ist schlecht, es schlechte Erfahrung. Schlechte Erfahrung? Ja. Mit wem? Trotzdem, danke. Okay. Okay. Gibt es wirklich nur niedrigere Angebote? Will niemand den Händler-Einkaufspreis von 6.755 Euro zahlen? Ich versuch's online. Beim Portal wirkaufendeinauto.de, Europas größtem Autoankäufer, wird der beste Preis versprochen. Ich gebe alle Daten zu meinem Auto ein, nenne auch das, was kaputt ist. Dann lade ich ein paar Bilder hoch und nach nur 2 Minuten heißt es, man wolle mir 6.550 Euro zahlen. Gleichzeitig versuche ich es bei der Konkurrenz mobile.de. Gleiches Spiel und am Ende ähnlicher Preis. So, ich habe jetzt hier online bei mobile.de die anscheinend wichtigsten Parameter zu meinem Auto eingegeben. Hat keine 2 Minuten gedauert und jetzt sagt mir die Webseite, ich bekomme 6.800 Euro für meinen Wagen. Ich bin mal gespannt, ob der Preis am Ende auch gehalten wird. Wir machen uns auf zu der Besichtigung bei einem mobile.de Standort. Der Online-Fahrzeugmarkt arbeitet mit kleinen Händlern in ganz Deutschland zusammen. Ein Mitarbeiter nimmt uns hier in Empfang. Dann guckt er sich den Wagen nach Checkliste an, prüft auch den Motorraum. Dabei entdeckt er einen ganz neuen vermeintlichen Schaden.
Der Mitarbeiter des mobile.de Partners meinte, unsere Lichtmaschine sei kaputt. Er hat den Motor gestartet und dann hörte man so ein Klappern. Das sei wohl leider kein gutes Zeichen. Das Gerät müsste bald ausgetauscht werden. Aber wir müssen uns keine Sorgen machen, kostet keine 150 Euro. Am Ende meinte er, unser Wagen sei tatsächlich die 6.800 Euro wert, die uns online versprochen wurden. Ja, cool, dachte ich. Endlich mal ein faires Angebot. Aber nein, ganz so kam es dann natürlich nicht. Ein paar hundert Euro müsste er wohl noch für die Provision einbehalten. Die würden uns dann abgezogen werden. Ja, was glaubt ihr? Wie viel hätten wir am Ende für den Wagen hier bekommen? 6.800 Euro hatten wir uns erhofft. Doch nur 6.200 Euro könne man uns geben. Der Grund? Nicht ganz nachvollziehbar. On top wurde noch mal von ihm einberechnet, dass ja sowohl Mobile als auch er eine gewisse Provision ziehen müssten aus diesem Geschäft. Und spätestens da wird es kurios, weil wenn ich mir die Mail von Mobile angucke, dann gibt es nicht mal im Kleingedruckten einen Hinweis darauf. In der Mail steht möglicher Verkaufspreis. Doch von einer Provision wird nichts geschrieben. Das bestätigt uns mobile.de auch und schreibt: In dem online aufgeführten Richtwert als Preis ist die Provision bereits enthalten. Entsprechend ist es beim Verkauf nicht mehr vorgesehen, den Verkaufspreis zusätzlich, um eine Provisionssumme, zu reduzieren. Hat uns der Verkäufer also nicht ganz die Wahrheit erzählt? Wir gehen nochmal rein, wollen genau wissen, was es mit der Provision auf sich hat. Doch auch hier möchte man vor der Kamera nicht mit uns sprechen. Immerhin? Bisher bietet dieser mobile.de-Partner mit 6.200 Euro das meiste Geld. Es sind aber noch nicht die 6.755 Euro, die der ADAC veranschlagt hatte. Wir lassen nichts unversucht, holen ein letztes Angebot ein bei wirkaufendeinauto.de. Vorab überfliege ich die Erfahrungsberichte. Nutzer schreiben, man habe bei der Besichtigung versucht, den Preis zu drücken. Das Angebot vor Ort sei eine Frechheit. Ob es bei uns auch so läuft? In der Mail wurden mir 6.550 Euro versprochen, der Verkaufspreis endgültig. Damit wäre wirkaufendeinauto.de meistbietender in unserer Stichprobe. Wir fahren zum vereinbarten Termin. Ein Mitarbeiter wird für genau 30 Minuten unseren Wagen checken. Wenn wir nicht sofort verkaufen wollen, wird unser Auto auf einer Plattform anderen Händlern vorgeschlagen. Bei der Begutachtung dürfen wir nicht dabei sein. Ich nutze die Wartezeit, um mit einer weiteren Kundin darüber zu sprechen, warum sie ihr Auto hier verkaufen will. Hier heißt es ja, dass es ein Festpreis ist und dass man das gleich bekommt. Und ich habe keinerlei Nerv, den privat zu verkaufen. Also das war ganz klar, dass ich mich nicht dahin stelle und den Wagen anpreise. Das mache ich nicht. Doch wird unser online genannter endgültiger Verkaufspreis von 6.550 Euro gehalten? Ja. Dennoch ist Lars nicht zufrieden. Wir haben ja gesehen im Internet bei unserer Recherche, ein vergleichbares Fahrzeug findest du eher um 10.000 Euro. Selbst wenn da noch ein bisschen Luft ist, ist da eine erhebliche Differenz zwischen dem Händler-Einkaufspreis und dem Verkaufspreis. Mir wäre das in dem Fall immer noch ein bisschen zu wenig Geld. Auch der ADAC war von einem höheren Preis ausgegangen. Mindestens 6.755 Euro nämlich. Ein Auto und fünf verschiedene Preise. Zum Teil mehr als 2.000 Euro unter dem, was wir erwarten können. Dürfen die Händler so unterschiedlich viel bieten? Ganz klares Ja, meint Tina Schönbohm von der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Ja, tatsächlich können wir natürlich auch nicht in das Geschäftsmodell der Anbieter gucken. Wir wissen, dass sie sich da auch nur auf Datenbanken und Statistiken berufen können. Deswegen können wir an der Stelle wirklich nur immer wieder betonen, vergleichen ist das Allerwichtigste. Außerdem sollte man sich nicht auf die Werbung verlassen. Nur weil ein fairer Preis versprochen wird, muss das nicht immer der beste sein. Wenn es sich wirklich offensichtlich um Werbung handelt und an anderer Stelle transparent erläutert wird, was gemeint ist und welche Bedingungen gelten, dann ist in der Werbung tatsächlich vieles erlaubt. Für Verbraucherinnen und Verbraucher ist dann wirklich immer wichtig, was steht am Ende im Vertrag. Zum Schluss gibt's noch eine Überraschung. Einen Tag nach unserem Besuch bei wirkaufendeinauto.de bekomme ich eine Mail zugeschickt. 6.921 Euro werden nun geboten. Wer sein Auto verkaufen möchte, muss natürlich erstmal wissen, was es wert ist. Das kann man zum Beispiel beim ADAC checken lassen.
Wenn man es dann an einen Händler verkaufen will, darf man allerdings nicht unbedingt damit rechnen, dass man das Geld dann auch gezahlt bekommt, denn der Händler möchte ja auch noch mitverdienen. Fakt ist eins, die dürfen einem leider auch unfaire Angebote machen. Welches Angebot dann für mich das Beste ist, das finde ich nur raus, indem ich vergleiche. Vergleichen kostet Zeit und wer Zeit hat, der kann sein Auto eigentlich auch gleich privat verkaufen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da und schreibt uns in die Kommentare, was ihr schon beim Autoverkaufen erlebt habt.